Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von panzer-universum.de mit den Breaking News. Das ukrainische Verteidigungsministerium gab am 12.05.2023 über Twitter bekannt, eigene Panzer durch den Staatskonzern Ukroboronprom produzieren zu lassen. Dabei handelt es sich um den modernen T-84 Oplot M. Art, Umfang und Zeitraum der Produktion wurde nicht bekannt gegeben oder welche Partner mit in das Projekt involviert sind. Der T-84 Oplot ist eine intensive Weiterentwicklung des T-80UD aus sowjetischer Produktion. Anders als die normalen T-80 Kampfpanzer, die mit einer Gasturbine angetrieben werden, ist dieser mit einem Dieselmotor bestückt. Dieser wurde bei der T-84 Entwicklung übernommen und leistet heute 1200 PS. Das Getriebe wurde überarbeitet und bietet im Gegensatz zu den russischen Counterparts 5 Rückwärtsgänge, die dem Panzer ein Ausweichen mit bis zu 35 km pro Stunde ermöglichen. Ein großer Vorteil. Ebenfalls wurde die D-81 125mm Glattrohrkanone und der Karussell-Autolader übernommen. Allerdings lässt sich der Panzer auch mit einer 120mm Glattrohrkanone ausstatten, die dem des Leclerc recht ähnlich ist und NATO-kompatibel wäre. Versuche dazu gab es bereits um das Jahr 1999 bis 2001. Besatzung sind 3 Mann. Anders als der Vorgänger ist der Panzer mit einer signifikant stärkeren Turm- und Wannenpanzerung ausgestattet. Auch wurde die Elektronik stark verbessert. So sind Laserentfernungsmesser, Wärmebildkameras und abstandsaktive Schutzmaßnahmen Standard. Die exakte Bezeichnung der hier gezeigten Variante ist mir nicht bekannt, da bereits die vor Jahren produzierten Fahrzeuge als T-84 Oplot M bezeichnet wurden. Diese News passen recht gut zu den nächsten zusammen. Rheinmetall hat am 13.05.2023 bekannt gegeben, eine strategische Kooperation mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom einzugehen. Während Rheinmetall weltweit 28.000 Beschäftigte hat, beschäftigt Ukroboronprom beeindruckende 65.000 Menschen. Ukroboronprom hat seinen Schwerpunkt bei der Herstellung und Wartung von gepanzerten Fahrzeugen, Raketen, Artillerie, Radar sowie im Flugzeugbau. Die Kooperation ist in verschiedenen Stufen eingeteilt. In der ersten geht es primär um die Instandsetzung von westlichen Fahrzeugen, die im Ringtauschverfahren oder direkt von Deutschland geliefert wurden. In einer späteren Stufe geht es um einen Technologietransfer für ausgewählte Systeme. Somit wäre es denkbar, dass hier Rheinmetall Systeme für den T-84 Oplot M liefert. Auch sollen andere Projekte in der Ukraine entwickelt, produziert und aus der Ukraine heraus exportiert werden. An dieser Stelle kommen einem direkt wieder die Nachrichten ins Gedächtnis zurück, dass der Kf-51 Panther in der Ukraine produziert werden könnte. Ich berichtete Anfang Februar 2023 über diese Meldung seitens Rheinmetall. Link zum Video in der Videobeschreibung oder am Ende des Videos. Somit wäre man diesem möglichen Ziel einen Schritt näher. Auch andere Systeme wären durchaus denkbar. Polen hat am 15.05.2023 die ersten 5 M142 HIMARS Mehrfachraketenwerfer aus den Vereinigten Staaten von Amerika erhalten. Dies wurde heute feierlich durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten Mariusz Błaszczak bekannt gegeben. Der M142 erlangte vor allem durch die großen Erfolge im Ukraine-Konflikt extreme Bekanntheit und ist nun ein begehrtes System für viele Staaten für ihr Militär. Polen verhandelt gerade mit den USA über eine weitere Beschaffung des Systems und Produktion in Polen. Auch der Trägerraketen GMLRS, ATACMS sowie LCRRPR. Insgesamt sollen 500 Raketensysteme, die auch teilweise auf M239 Chumo mit Jelcz-LKW-Fahrgestellen basieren, beschafft werden. Die gelieferten HIMARS-Fahrzeuge werden nun im Nordosten von Polen in der 16. Mechanisierten Division verwendet. Die Bundesregierung hat am 13.05.2023 ein weiteres militärisches Unterstützungspaket im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro angekündigt. Damit verdoppelt Deutschland die militärische Hilfe, da Deutschland Stand 24.04.2023 bereits 2,75 Milliarden Euro für die Unterstützung ausgegeben hat. Somit zählt Deutschland zu den Top 5 Unterstützern der Ukraine im Ukraine-Konflikt. Und noch vieles mehr, das in den nächsten Monaten in die Ukraine geliefert wird. Das neue Unterstützungspaket umfasst unter anderem Artilleriemunition, Lenkflugkörper für die deutschen Luftverteidigungssysteme, 4 Iris-T SLM Feuereinheiten und 12 Iris-T SLS Startgeräte, weitere Kampf- und Schützenpanzer, unter anderem 30 Leopard 1A5 und 20 Marder, wahrscheinlich 1A3, über 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge, über 200 Aufklärungsdrohnen, 18 Radhaubitzen vom Typ Boxer RCH-155, die allerdings nicht wirklich neu in der Liste sind, sondern bereits Ende 2022 beschlossen wurden. Die gesamte Liste könnt ihr auf der Webseite des Bundesministeriums der Verteidigung und der Bundesregierung nachlesen. Link in der Videobeschreibung. Das war es wieder mit den Breaking News von panzer-universum.de.